dich noch kurz. So, einen wunderschönen Abend wünsche ich schon mal. Schön, dass Sie dabei sind und zuhören wollen, trotz des wunderschönen Wetters draußen. Ich gebe jetzt gerade mal meinen Bildschirm frei. Und dann sollte es losgehen. Genau. So, nochmal einen schönen guten Abend. Vielen Dank an die Firma Evolution, dass sie uns diesen gemeinsamen Abend ermöglicht. Wir dürfen uns heute unterhalten über Pflanzen für einen gesunden Schlaf. Mein Name ist Christine Baumann. Ich bin Heilpraktikerin in eigener Praxis seit 2010, habe meine Praxis in Mittenwald, direkt an der Grenze zu Tirol und beschäftige mich seit langer Zeit mit Naturheilkunde, orthomolekulare Medizin, bin ausgebildet in traditioneller abendländischer Medizin und Pflanzenheilkunde. Genau, und freue mich, dass Sie Lust haben, mir heute Abend zuzuhören, wenn es um das Thema gesunder Schlaf geht. Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema gesunder Schlaf? Ganz einfach deshalb, weil sehr viele Patienten oder Klienten dieses Thema mitbringen in die Sprechstunde, mitbringen in die Beratungseinheit. Wir wissen, dass bis zu 50% der Bevölkerung zumindest zeitweise von Schlafstörungen betroffen sind und Schlafstörungen tatsächlich einer der häufigsten Gründe ist, warum Therapeuten aufgesucht werden. Ich mache die Erfahrung auch wirklich in der Praxis. Ich frage bestimmte Dinge, frage ich generell ab in der Anamnese und der Schlaf ist ein Thema, das ich abfrage. Und ich würde sagen, dass es mehr als die Hälfte der Patienten ist, die beim Thema Schlaf nicht antworten können, der Schlaf ist super, sondern die irgendwelche Einschränkungen bekannt geben. Man kann es unterteilen, es gibt verschiedene Kategorien, wenn man es jetzt nach der WHO, nach den ICD-10 einteilen möchte. Im Groben kann man sagen, es gibt Unterschiede in Ein- und Durchschlafstörungen, also die einen brauchen Stunden und wälzen sich, bis sie endlich einschlafen können, andere schlafen zwar ein, wachen dann aber wieder auf und können dann nicht mehr einschlafen. Bei manchen ist auch beides der Fall. Also da gibt es sehr individuelle Probleme. Das Problem, das daraus entsteht, ist, dass wenn wir nicht schlafen, dann findet natürlich zu wenig Regeneration statt. Und dann sind die Patienten tagsüber müde und unkonzentriert und schaffen ihre Aufgaben nicht. Und dann kommen Sorgen dazu, eben weil bestimmte Dinge nicht fertig geworden sind und damit wird der Schlaf noch schlechter und schlechter und dann haben wir so einen Teufelskreis. Ganz wichtig zu wissen ist, dass die Regeneration eben nicht nur auf körperlicher Ebene stattfindet. Es ist ja klar, dass wenn wir also nicht schlafen, dann können unsere ganzen Reparaturprozesse im Körper nicht wirklich funktionieren, nicht wirklich abgearbeitet werden, die Hormone kommen nicht wirklich zur Ruhe. Aber auch seelische Themen werden nicht richtig verarbeitet, weil über Schlaf und Traum eben sehr, sehr viel Seelisches unterbewusst einfach verarbeitet wird. Das heißt, wenn wir nicht in den Schlaf finden, nicht regenerieren können, regenerieren wir auch seelisch nicht. Und damit vergrößern sich die Sorgen, Dämonen auf den Schultern von Tag zu Tag. Und die Patienten werden reizbarer, depressiver und bekommen Angstzustände, haben das Gefühl, ihr Leben wirklich gar nicht mehr in den Griff zu kriegen. Statistiken drücken das aus, indem sie sagen, dass wenn die Schlafstörungen über einen gewissen Zeitraum anhalten, dann sinkt die Leistungsfähigkeit um bis zu 70%. Ich finde es immer schwierig, ehrlich gesagt, sowas in der Zahl festzuhalten und weiß auch nicht genau, wie man da die 100%, die bei schlafenden Menschen da sein soll an Leistungsfähigkeit, wie man die ermittelt, um die dann zu vergleichen. Aber wir wissen also alle, glaube ich, es ist jedem schon mal so gegangen, dass er nicht einschlafen konnte oder nicht schlafen konnte phasenweise. Und wir wissen alle, wie gerädert man am nächsten Tag ist und dass das natürlich ein großes, großes Potenzial an Schwierigkeiten nach sich zieht, eben weil man gar nicht richtig wach ist, weil man nicht richtig konzentriert ist und so weiter. Die Ursachen für Schlafstörungen, die sind
ganz vielfältig und ganz unterschiedlich. Natürlich spielt das Thema Psyche, Stress und Sorgen eine ganz, ganz große Rolle. Und bei vielen ist es so, dass es einfach Projektphasen sind oder der Hausbau oder das Studiumsende oder einfach Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Das Kind hat Probleme in der Schule, deswegen schläft das Kind schlecht, deswegen schläft die Mutter schlecht, weil einfach der Kopf kreist und kreist und kreist und man es nicht schafft, das Gedankenkarussell anzuhalten und die Sorgen loszuwerden und dann schläft man schlecht ein. Oder man wacht in der Nacht auf und sofort geht das Gedankenkarussell wieder los und schläft deshalb nicht mehr ein, obwohl man eigentlich vielleicht nur mal zur Toilette gehen musste. Also das spielt eine ganz, ganz große Rolle, wobei Schlafstörungen auch ganz viel zu tun haben mit den Hormonen und zwar mit ganz unterschiedlichen hormonellen Ansatzpunkten. Logischerweise sind die Stresshormone dann ein wichtiger Ansatzpunkt. Wenn zu viel Cortisol ausgeschüttet wird und die Nebenniere abends nicht in die Regenerationsphase geht und das Cortisol nicht sinkt, dann bleiben wir sozusagen in so einem Hallo-Wach-Zustand und kommen nicht richtig zur Ruhe. In der Pubertät und in den Wechseljahren kann es eben auch sein, dass das Thema Östrogen und Testosteron hier Probleme verursacht und dann alle möglichen Symptome verursacht. Wir kennen das von den Wechseljahren, das ist ziemlich bekannt, dass Frauen dann Hitzewallungen entwickeln und infolge der Hitzewallungen oder zusammen mit den Hitzewallungen dann auch Schlafstörungen, die eben hormonell bedingt sind. Selbes gibt es aber tatsächlich bei manchen Menschen auch schon in der Pubertät, sowohl bei Männlein als auch bei Weiblein, dass hier irgendwelche Ungleichgewichte hormoneller Art entstehen, die dann auch dazu führen, dass man schlecht schläft. Wenn der Serotonin- bzw. Melatonin-Haushalt gestört ist, dann gibt es Schwierigkeiten beim Schlafen. Serotonin ist unser Glückshormon, das der Körper selber produziert. Damit das produzieren kann, braucht er beispielsweise die Aminosäure Tryptophan, die vermindert sein kann aus unterschiedlichsten Gründen, vielleicht weil zu wenig aufgenommen wird, vielleicht weil es Störungen im Darm gibt, wie eine Fructose-Malabsorption. Dadurch wird es quasi ausgeschieden. Also das kann ein Grund sein, warum hier Störungen vorliegen. Das Serotonin muss abends in Melatonin umgewandelt werden. Das Melatonin ist unser Schlafhormon, damit wir eben gut in den Schlaf finden können. Das passiert, wenn das Licht sich verändert, also tatsächlich durch Lichteinfluss beginnt dieser Prozess im Körper, diese Umwandlung von Serotonin in Melatonin. Das heißt, hier kann es Schwierigkeiten geben, wenn jetzt eben immer alles hell ist und man immer vorm hellen Bildschirm sitzt. Außerdem brauchen wir auch für diese Umwandlung wieder Tryptophan. Wenn das nicht da ist, können wir es nicht umwandeln und auch dann finden wir schlecht in den Schlaf. Schilddrüsenhormone können ein ganz großes Thema sein. Wenn es hier Überfunktionen zum Beispiel gibt, dann ist überhaupt alles wie auf Duracell-Häschen-Modus. Der Puls ist zu schnell. Der ganze Stoffwechsel arbeitet viel zu aktiv und man ist irgendwie viel zu sympathikoton eingeschalten und damit finden die Personen dann auch abends oftmals nicht in den Schlaf. Körperliche Probleme können Patienten vom Schlafen abhalten. Also Schmerzen zum Beispiel, egal wo die sind, wenn was wehtut, schläft man einfach schlechter ein. Verdauungsbeschwerden, manche Patienten sind nach dem Abendessen so aufgebläht, dass sie einfach aufgrund des Blähbauches und des Druckgefühls im Bauch nicht richtig gut einschlafen können. Ein Symptom mit ganz unterschiedlichen Ursachen ist das Thema Restless Legs, wo also das Gefühl ist, dass Ameisen laufen oder dass die Beine sich ständig bewegen müssen beziehungsweise von selbstständig bewegen. Das fühlt sich an wie so ein inneres Flimmern. Da kommen die Patienten auch nicht so richtig in Schlaf. Das hält viele ab. Natürlich können auch äußere Einflüsse, also jetzt das Hotelzimmer an der Autobahn oder die Straßenlaterne, die direkt ins Schlafzimmer scheint, die können wir schlecht mit Pflanzen wegtherapieren, aber das sind alles Faktoren, die eben damit reinspielen können. Falsche Matratze, wenn der Schlafplatz nicht der richtige ist. Wir wissen, dass der Schlafmangel und die Müdigkeit der Schmerz der Leber sind zum Beispiel. Also es gibt auch organische, systemische Ursachen für Schlafstörungen. Die Leber selber ist ja kein Schmerzorgan. Wenn jetzt jemand stark Leber schwächelt oder die Leber stark überfordert ist, dann zeigt sich das oftmals in nächtlichem Erwachen. Und in der Folge dann auch tagsüber in Müdigkeit. Also ich finde,
bei Einschlafstörungen vielleicht weniger, aber bei Durchschlafstörungen, wenn die Patienten nachts aufwachen, kann man ja nach der chinesischen Organuhr gehen. Da gibt es dann bestimmte Hinweise, die sowieso die Leber sind. Für mich ist ein nächtliches Erwachen immer auch so ein bisschen ein Hinweis darauf, tu was für deine Leber, Wellness für die Leber kann da sehr hilfreich sein und den Schlaf schon fördern. Ernährungsfehler können Schlafstörungen verursachen, generell zu schweren Mahlzeiten, wenn die Verdauungsorgane völlig überfordert sind, dann ist man zwar hundsmüde und nicht mehr leistungsfähig, aber so richtig einen Schlaf finden tut man eben auch nicht. Bei manchen ist es auch, manche vertragen das nicht, dass sie keine Kohlenhydrate abends essen. Es wird ja gerne propagiert heutzutage, dass man möglichst low carb ist und vor allen Dingen am besten abends die Kohlenhydrate weglässt, weil das gut für die Figur ist. Bei so Patienten, die eher so niedrigen Blutdruck haben und eher so ein bisschen wenig Energie haben, kann es sein, dass dann das Einschlafen nicht funktioniert, weil das Gehirn nun mal für seine Versorgung Kohlenhydrate haben möchte. Und wenn der Blutdruck ohnehin niedrig ist und dann auch noch keine Kohlenhydrate da sind, dann erlaubt der Körper sozusagen das Einschlafen nicht, weil das Gehirn meldet Alarm und sagt, wenn wir jetzt auch noch einschlafen, dann ist noch weniger Versorgung da. Und dann könnte es sein, dass ich Probleme bekomme. Das heißt, bei manchen Patienten ist es so, dass man, wenn die jetzt mit Low-Carb-Ernährung am Abend nicht gut schlafen können, da vielleicht irgendwie einen Konsens finden muss, dass eine kleine Portion Kohlenhydrate doch gegessen werden kann, sodass das Gehirn Ruhe finden kann und man besser einschläft. Das muss jetzt nicht deswegen eine große Nudelportion sein. Das ist sehr individuell. Das kann eben auch eine ganz kleine Portion sein. Medikamenteneinnahme kann natürlich auch den Schlaf beeinflussen, vor allen Dingen, wenn sie zum falschen Zeitpunkt stattfindet. Also beispielsweise Eisenpräparate würde man jetzt nicht unbedingt abends einnehmen, weil die durchaus manchmal ein bisschen einen wachmachenden Effekt haben. Schilddrüsenmedikamente soll man auch eher morgens einnehmen. Auch bestimmte Aminosäuren zum Beispiel können oder auch Vitamin C oder B-Vitamine sind besser in den Morgenstunden aufgehoben, weil sie bei manchen sensitiven Patienten dazu führen können, dass die eher aufgeputscht werden. Ich habe mal die Cortisolkurve nochmal mitgebracht, einfach damit man es nochmal sich bildlich vor Augen führen kann. So soll eine gesunde Cortisolkurve aussehen. Sie sehen den grünen Bereich, der relativ breit gefächert ist von den Referenzwerten. Entscheidend ist eigentlich, dass das Cortisol, also der Spiegel, eine Kurve macht. Das heißt, wir brauchen diesen Anstieg morgens direkt nach dem Aufwachen quasi. Oder in der ersten halben Stunde nach dem Aufwachen geht das Cortisol eigentlich erstmal nach oben, und zwar steil nach oben, und dann fällt es auch erstmal wieder ab in so ein Regulativ über den Vormittag, wobei dieser Pegel dann fast so wie er ist gehalten wird bis Mittag, da sinkt er nur ganz leicht ab und sinkt dann über den Tag verteilt bis zum Abend hin nochmal ein Stückchen weiter. So wäre es ideal, wenn jetzt die Cortisolkurve ich muss mal gucken, ob ich hier einen Zeiger habe. Nee, ich habe leider keinen Zeiger. Wenn jetzt die Cortisolkurve sich verändert, zum Beispiel, weil insgesamt zu viel Cortisol ausgeschüttet wird und sich die Cortisolkurve dann hier in diesen gelben Bereich abhebt, dann kann es eben sein, dass der Spiegel nicht weit genug runterkommt bis zum Abend, sodass man nicht genügend in die Regenerationsphase kommt. Bei manchen ist es auch so, dass er tagsüber nicht richtig genügend oder nicht ausreichend ansteigt. Und dann gibt es aber im späteren Tagesverlauf Ereignisse, die dann das Cortisol nochmal locken und nochmal befeuern. Und dann bleibt er eben auch zu weit oben abends. Also da gibt es verschiedene Störungen in der Cortisolkurve, die man über einen Speicheltest zum Beispiel messen kann. Das kann also ein Faktor, ein wichtiger Faktor sein für den guten Schlaf. So. Was auch die Aussage am Ende oder auf die Aussage hinleitet, dass guter Schlaf eigentlich im Tagesverlauf vorbereitet wird, wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind wie das Duracell-Häschen und ständig immer nur
auf der linken Überholspur fahren mit unserer Energie, dann bleibt das Cortisol einfach zu hoch und dann können wir nicht mehr in die Regenerationsphase finden. Das heißt, wichtig ist, dass man hier schon eigentlich im Beginn des Tages in der Planung auf sich Acht gibt. Wenn das Tagespensum zu hoch geplant ist, sodass es einfach nicht schaffbar ist, dann hat man abends immer noch einen hohen Cortisolspiegel, weil einem das Unterbewusstsein immer noch ständig die Dinge aufzählt, die man noch nicht geschafft hat. Und das sind dann die Dinge, die man mit ins Bett nimmt und die um den Kopf kreisen, wie so kleine Vögelchen, und die sagen, du musst dieses noch erledigen und jenes noch erledigen. Und dann kommt man nicht wirklich zur Ruhe. Wichtig wäre auch, tatsächlich im Tagesverlauf Pausen einzuräumen, sodass man wirklich mal durchschnauft, dass man zur Ruhe kommt, dass man mal ein paar Atemzüge nimmt, ganz tief einatmet, ausatmet, am besten an der frischen Luft, am besten irgendwo ins Grüne gucken. Grün ist eine beruhigende Farbe, die ausgleichend wirkt. Weil das einfach die seelische Verarbeitung bereits anregt. Selbst wenn man noch mitten im Projekt steckt und wenn man noch bis um 17 Uhr arbeiten muss oder auch bis um 19 Uhr noch arbeiten muss, kann es nicht gut sein, dass man um 11 Uhr vormittags schon mal durchgeatmet hat und schon mal irgendwie so eine Teilverarbeitung im Gehirn, das läuft im Unterbewusstsein, das machen wir gar nicht absichtlich. Einfach indem wir den Raum dazu lassen, Teilverarbeitung angestoßen haben, dann tun wir uns wesentlich leichter, am Abend auch abzuschalten und Dinge mental zu verarbeiten. Sport ist eine super Sache und ganz unbedingt wichtig, und zu wenig Bewegung ist auch ein Grund, warum Menschen nicht schlafen können. Das Ding, mit dem wir uns fortbewegen, heißt Bewegungsapparat und nicht Sitz- und Bettapparat. Das heißt, es möchte gerne, dass wir uns bewegen. Das ist dafür gedacht, dass wir mindestens 10.000 Schritte am Tag gehen. Jedoch, wenn wir jetzt den ganzen Tag im Büro gesessen sind, dann ist ein Spaziergang am Abend eine tolle Sache, aber so aufputschende Sportarten wie jetzt Tennis oder Squash oder sowas sind jetzt für den Abend nicht unbedingt ideal. Das heißt nicht, dass man sie nicht machen soll, aber das kann dazu führen, dass man eben unter Umständen danach schlechter einschläft. Auch Kampfsportarten, auch selbst Krafttraining, das ja ein durchaus auspowerndes Ereignis ist, ist eigentlich was man besser in den Morgenstunden verlegt, auch aus stoffwechselaktivierenden Gründen, als in den Abend, weil man einfach länger braucht, um da wieder in die Regeneration zu finden. Wenn man jetzt einen Bombenschlaf hat und sowieso keine Schlafprobleme hat, dann spielt das natürlich überhaupt keine Rolle. Dann macht man es so, wie sich es gut anfühlt. Aber wenn jetzt Patienten zu uns in die Praxis kommen und sagen, ich kann nicht schlafen, guckt man natürlich auch immer so ein bisschen auf die Lebensgewohnheiten und sagt, was können wir denn verändern? An welchen Rädchen können wir denn drehen, damit hier der Schlaf besser stattfinden kann? Generell habe ich gesagt, Bewegung ist super, am besten eben noch an der frischen Luft und in der Sonne. Die Sonnenstoff, Sauerstoff und Tageslicht aktivieren unseren natürlichen Rhythmus. Das heißt, man sollte die Patienten dazu motivieren, dass sie vielleicht auch mittags mal einen Spaziergang machen oder eben nach der Arbeit einen Spaziergang zum Abschalten machen, damit hier diese äußeren Einwirkungen aus der Natur greifen können und der Körper seinen natürlichen Serotonin-Melatonin-Haushalt anstoßen kann. Lichtverschmutzung, habe ich vorhin schon angedeutet, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wer Schlafstörungen hat, der sollte abends nicht fernsehen. Ich weiß schon, dass das immer so ein bisschen ein blöder Ratschlag ist, weil die Patienten sagen, ja, aber ohne Fernseher schlafe ich gar nicht ein. Das ist tatsächlich eine Frage der Gewohnheit. Wir wissen, dass ein bestimmtes Lichtspektrum einfach besonders im Lichtspektrum, das besonders viele Blautöne enthält, so wie es in Bildschirmen üblich ist, denn verhindert, dass wir Melatonin bilden oder die Melatoninbildung verlangsamt, verzögert, vermindert. Das heißt, Fernsehen vorm Schlafengehen ist eigentlich überhaupt keine gute Idee. Man sollte eine Stunde vorher abschalten, besser noch 2 Stunden. Das gilt für den Fernseher ebenso wie für den PC als auch fürs Handy, die hier einfach durch ihr elektronisches Licht uns vom Schlafen abhalten. Und auch das Abendessen spielt natürlich eine Rolle, das habe ich auch schon angedeutet, sodass man seinen Patienten durchaus auch hier ein bisschen ins Gewissen reden kann. Der Schweinebraten ist super lecker und darf auch gerne mal sein, aber es ist nicht unbedingt das beste Everyday-Tages-Abendessen, sondern es sollte leicht verdaulich sein. Für viele ist es besser, abends keine Rohkost mehr zu essen, sondern lieber gedünstetes Gemüse zu essen.
und auch vielleicht nicht viel zu spät, sondern durchaus so, dass der Körper noch ein bisschen eine Zeit hat, vor dem Schlafengehen, vor dem Hinlegen, die Nahrung vorzuverdauen. Weil eben, wenn wir nicht gut geschlafen haben, dann gibt es Konzentrationsstörungen, dann sind wir vergesslich, dann nehmen wir von allem, was wir aufnehmen wollen, nur die Hälfte auf. Die Reizbarkeit steigt, auch depressive Verstimmungen steigen, bis hin zu Angststörungen und Panikattacken, die ganz, ganz viel damit zu tun haben, dass Menschen einfach nicht ausreichend geschlafen haben und die seelische Verarbeitung, die Regeneration der Psyche über Nacht nicht stattfinden konnte. Auch die körperliche Leistungsfähigkeit wird deutlich reduziert. Alles, was wir an körperlichen Problemen ohnehin schon mitbringen, verstärkt sich nochmal. Auch so einfache Dinge wie Rückenschmerzen zum Beispiel halten uns einerseits vom Schlafen ab und werden andererseits schlimmer dadurch, dass wir nicht schlafen, weil je weniger wir schlafen, desto höher ist die Schmerzwahrnehmung. Also auch der Tipp eben, wenn jetzt Arzttermine anstehen, Zahnarzttermine anstehen, unbedingt dafür sorgen, dass der Schlaf vorher gut ist und dass man viel geschlafen hat, weil man einfach viel weniger Schmerzwahrnehmung hat, wenn man ausgeschlafen ist. Das Problem ist, dass natürlich damit auch die Unfallwahrscheinlichkeit steigt. Eben durch die Unkonzentriertheit kann es viel eher passieren, dass man im Alltag irgendwie daneben greift, dass man am Auto, am Steuer verreist, dass man, wenn man Maschinen bedienen muss, irgendwie daneben langt. Also kann sehr negative Folgen haben. Und blöderweise, dadurch, dass wir uns nicht fit fühlen, wenn wir nicht geschlafen haben, sind wir auch wenig motiviert, uns zu bewegen und wir sind wenig motiviert, uns gesund zu ernähren. Das heißt, es ist ein Teufelskreis, die Ernährung und die Lebensführung verschlechtern sich und damit haben wir wieder negative Einflüsse natürlich auch auf den Schlaf. Was können wir jetzt tun? Wir können an ganz vielen verschiedenen Punkten ansetzen, um das Schlafen zu fördern. Natürlich ist das sehr individuell abhängig davon, mit was für einem Problem unser Patient zu uns kommt. Wenn unser Patient zu uns kommt und sagt, er hat Schmerzen und kann deshalb nicht schlafen, dann versuche ich erstmal die Ursache für die Schmerzen zu finden und diese zu beheben. Es gibt aber eben auch ein paar Pflanzen, die wir einsetzen können, die uns helfen können, den Schlaf selber zu fördern. Und ganz oft ist es so, dass man an dem ursprünglichen Problem, mit dem der Patient um die Ecke kommt, nichts ändern kann, wenn man nicht auch den Schlaf verbessert. Sodass ich ganz oft, wenn Patienten eben sagen, sie haben dieses und jenes körperliche Problem und außerdem schlafen sie nicht gut, dann therapiere ich immer zweigleisig und versuche das Grundproblem natürlich anzugehen und versuche aber gleichzeitig auch den Schlaf als generelles Grundproblem zu sehen, eben weil Heilung und Regeneration nicht stattfinden kann, wenn der Schlaf nicht gut funktioniert. Eine Pflanze, die uns hier sehr hilfreich zur Seite stehen kann, ist Ashwagandha, das wir aus der ayurvedischen Medizin kennen. Ashwagandha, die Schlafbeere, die traditionell eingesetzt wird eigentlich zur Steigerung von Gedächtnis und Leistungsfähigkeit. Also manche würden sagen, oh, wieso denn zum Schlaf? Ist doch eigentlich ein Adaptogen, was uns leistungsfähiger macht. Ja, das stimmt, aber es heißt eben auf Deutsch eigentlich Schlafbeere, weil es die Nerven beruhigt und Angstzustände mildert und damit auch den Schlaf, insbesondere eben regenerativen Schlaf fördert. Ashwagandha ist jetzt nichts, was uns wie ein Schlafmittel ausnockt und sofort müde macht, sondern es ist etwas, was von innen heraus rhythmisiert und dadurch sehr ganzheitlich den Schlaf fördert. Gleichzeitig ist Ashwagandha eine Pflanze, die hormonell sehr schön ausgleichend wirkt, und zwar sowohl für Männlein als auch für Weiblein. Das heißt, auch wenn jetzt die Schlafstörungen aufgrund von hormonellen Dysbalancen bestehen, kann Ashwagandha eine sehr, sehr gute Pflanze sein. Wir setzen es gerne auch ein in der Rekonvaleszenz, also nach besonders auszehrenden Erkrankungen. Da ist es oft so, dass die Patienten so richtig erschöpft eigentlich sind, noch von der Erkrankung, aber nicht schlafen können, weil sie jetzt eben über einen gewissen Zeitraum gelegen sind, sich nicht bewegt haben, dann Sorgen dazukommen, weil irgendwelche Aufgaben nicht bewältigt werden konnten. Da ist Ashwagandha ein ganz hilfreiches Mittel, weil es einerseits Kraft gibt und regenerativ wirkt und andererseits eben hilft, die Sorgen nicht so nah an sich rankommen zu lassen und besser in den Schlaf zu finden. Insgesamt ist Ashwagandha ein Mittel, was zur Verjüngung eingesetzt wird. Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass es gegen
Demenzen vieler Art hilft. Es wird eingesetzt bei Gelenksbeschwerden, insbesondere so Entzündungen an den Gelenken, Arthritis-Geschichten. Das heißt, auch bei Schmerzen, die den Schlaf negativ beeinflussen, kann es ein Versuch sein. Außerdem ist Ashwagandha immunstimulierend oder modulierend. Es wirkt krebsfeindlich, es wirkt virenfeindlich. Es ist so ein bisschen so ein Tausendsassa, könnte man sagen. Schon eines der allgemeinen Universalheilmittel aus dem Ayurveda, könnte man sagen. Ashwagandha erhöht den DHEA-Spiegel oder reguliert den DHEA-Spiegel. DHEA ist das Gegenspielerhormon vom Cortisol, also auch ein Nebennierenhormon, was eben ganz wichtig ist für den Umgang mit Stress. Das heißt, gerade wenn wir sehen, die Cortisolkurve, die passt nicht, die ist entweder zu hoch oder vielleicht auch schon viel zu niedrig, so Nebennierenschwächen bei den Patienten, da kann man mit Ashwagandha sehr, sehr schön das Meer der Energie wieder auffüllen und hier ausgleichend und unterstützend wirken. Eine ganz andere Pflanze, die auch bei uns heimisch ist und sehr lange Tradition hat in der Behandlung von Schlafstörungen, ist Baldrian. Manch einer mag ihn, manch einer läuft schreiend davon, wenn er ihn nur riecht. Er wirkt, da muss man ein bisschen sich rantasten. Bei Baldrian, wenn man mit zu hohen Dosierungen reingeht, kann es sein, dass die Patienten eher aufgedreht sind und nicht richtig einschlafen können. Also den muss man vorsichtig probieren, weil er nämlich gleichzeitig nervenstärkend wirkt und eigentlich auch schlaffördernd wirkt, aber manchmal eben nicht unmittelbar. Das ist tatsächlich so ein bisschen eine Pflanze, die Patienten in zwei Lager spalten kann. Es gibt Patienten, die nehmen Baldrian und können sich sofort hinlegen und schlafen, werden sofort müde davon. Es gibt eben die anderen, die erstmal aufgeputscht sind und dann Energie haben, Dinge wegzuarbeiten, was natürlich nachts um 23:30 jetzt nicht mehr angesagt ist. Das heißt, da muss man ein bisschen ausprobieren, ob er direkt unmittelbar müde macht. Lieber mit kleineren Dosierungen beginnen und einschleichen, ausprobieren, wie es sich für den Patienten anfühlt. Den Schlaf fördert er auch bei denjenigen, die aufgeputscht werden. Dann dürfen die den nur nicht unmittelbar vorm ins Bett gehen nehmen, sondern sie müssen den über den Tag verteilt nehmen. Der ist auch eine tolle Pflanze für so Stresspatienten, Angstpatienten, weil er eben so nervöse Zustände beruhigt. Und er ist für diejenigen mit den Restless Legs eigentlich für mich das Kardinalmittel, weil er diese Restless Legs beruhigt und mildert und damit auch die Einschlafzeit verkürzt. Er ist überhaupt auch ein Schmerzlöser, der Baldrian, insbesondere bei Muskelschmerzen oder bei allem, was krampfartige Schmerzen sind, kann man Baldrian versuchen, weil er sehr stark krampflösend wirkt. Er steigert eigentlich auch das Konzentrations- und Leistungsvermögen, weshalb er ein gutes Mittel ist, auch für ADHS-Kinder und bei Prüfungsangst. Auch hier muss man es ausprobieren, bitte nicht unmittelbar vor der Abiturprüfung das allererste Mal Baldrian einnehmen, weil eben manche doch mit Müdigkeit auf Baldrian reagieren. Also lieber erstmal in einem Umfeld ausprobieren, wo man noch nicht gleich zur Prüfung muss, inwieweit macht mich denn Baldrian müde oder eher konzentriert. Wenn jetzt Baldrian eher müde macht, dann kann man für die Prüfungsangst zum Beispiel auf andere Mittel zurückgreifen, wie Passionsblume. Ja, Passionsblume ist da eine ganz gute Geschichte. Baldrian hat eine ganz starke erdende Komponente. Also wenn ich das Gefühl habe, dass Patienten eher so Luftikusse sind, eher so ganz flirrig sind und eigentlich dringend Hilfe bräuchten, die Füße wieder auf den Boden zu bekommen, dann ist Baldrian ein tolles Mittel. Und er leitet Überenergien ab. Also Patienten, die so jede Stromleitung spüren, die so ganz fühlig sind auf Energien, eben auch Kinder, die einfach völlig reizüberflutet sind, weil sie so ganz feine Sinneswahrnehmungen haben. Da ist Baldrian ein ganz tolles begleitendes Mittel, was eben dann auch hilft, in die Schlafregulation zu finden.
Er kann auch hilfreich sein bei so Schilddrüsenüberfunktionskandidaten, weil er Blutdruck und Puls senkt. Also wenn jemand ständig Herzrasen hat und deshalb nicht einschläft, natürlich behandeln wir dann auch das Schilddrüsenproblem, wenn denn eines da ist. Aber dann kann Baldrian begleitend eine Option sein, die hilft, hier Stabilität zu finden und leichter in den Schlaf zu finden. Ein Exot, den ich erst jetzt eigentlich durch die Evolution kennengelernt habe, den ich aber ganz faszinierend finde, ist Gotukola, der indische Wassernabel, der in seiner Heimat als heiliges Kraut bezeichnet wird. Und da heißt es, man soll täglich Blätter von Gotukola zuführen, um lange und gesund zu leben. Gotukola wirkt entspannend auf das zentrale Nervensystem, indem die Produktion von GABA, also von Gamma-Buttersäure, aktiviert wird, erhöht wird. Das Tolle daran ist, dass das auch wieder ein Prozess ist, der beruhigt, ohne dass es ausnockt. Also Gotukola wäre jetzt wieder ein Mittel, was man nehmen kann, wenn man auch tagsüber nervös ist und vor lauter Flirren tagsüber dann abends nicht mehr in die Regeneration findet. Es steigert die Leistungsfähigkeit einerseits und verbessert andererseits den Schlaf. Traditionell wird Gotukola als Gehirntonikum eingesetzt, um die geistige Leistungsfähigkeit, um die Gedächtnisleistung zu steigern, um dem geistigen Altern entgegenzuwirken. Es ist ein verjüngendes Mittel. Gotukola wirkt auch krebsfeindlich, weshalb es eine ganz wichtige Pflanze ist. Für Patienten, die jetzt Angstzustände haben oder Schlafstörungen haben, rund um Untersuchungen, weil es vielleicht mal eine Krebserkrankung in der Vorgeschichte gab, weil in der Familiengeschichte Krebserkrankungen sind und man da zur Routineuntersuchung gehen möchte. Oder auch für die Patienten, die jetzt gerade eine Krebsdiagnose gekriegt haben, ist Gotukola einfach ein gutes Mittel, was hier einerseits angstlindernd wirkt, andererseits schlaffördernd wirkt und auch damit zur Verarbeitung beiträgt und gleichzeitig krebsfeindliche Eigenschaften hat, weil es die Proliferation, also das Wachstum vom Krebs hemmt und die Apoptose fördert. Gotukola ist ein ganz starkes Antioxidans, also es schützt uns vor freien Radikalen. Das heißt, es ist nicht nur krebsfeindlich, sondern auch herzschützend, gefäßschützend. Und damit überhaupt natürlich ein tolles Mittel, eben wenn jemand, egal was für eine Krankheitsdiagnose gerade bekommen hat, die ihn belastet hat, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, freie Radikale spielen da auch eine Rolle und das betrifft den Diabetes genauso wie Gefäßgeschichten. Eigentlich betrifft das fast alles. Dann kann Gotukola eine tolle Begleitung sein. Dieser oxidative Schutz, dieses Redoxpotenzial hat Gotukola ganz allgemein natürlich, aber auch ganz besonders im Gehirn, was vermutlich der Grund ist, warum es so gut gegen das geistige Altern wirkt. Eine Komponente aus der chinesischen Medizin ist Hezhuwu, auch ein bisschen ein Exot. Ganz traditionell in der TCM eingesetzt wird bei Schlaflosigkeit, also Menschen, die jetzt über Wochen lang überhaupt nicht schlafen können, denen gibt man Hezhuwu. Auch hier haben wir wieder eine Pflanze, die ganzheitlich wirkt, die nicht ultimativ ausnockt, wie das jetzt so ein klassisches schulmedizinisches Schlafmittel tun würde, sondern eigentlich sind das alles Pflanzen, die den inneren Rhythmus wieder aktivieren und dadurch uns tagsüber Wachheit ermöglichen, Konzentriertheit ermöglichen und uns kräftigen, uns tonisieren und nachts gut schlafen lassen. Man nimmt Hezhuwu auch als blutreinigendes Mittel, für die Frühjahrskur zum Beispiel. Auch Hezhuwu hat verjüngende Komponenten, insbesondere auf Haut, Haare und Gefäße. Es wird eingesetzt, wenn jetzt Menschen unter Haarausfall leiden. Dann kann man es begleiten, halt versuchen. Aber auch wenn die Haare zu früh ergraut sind, dann soll Hezhuwu angeblich auch die Farbe wieder zurückbringen, nach der Legende. Hezhuwu aktiviert den Parasympathikus, also im vegetativen Nervensystem, die Anteile, die als Gegenspieler zum Sympathikus aktiv sind. Also der Sympathikus, der ak ist aktiviert, wenn wir vor dem Säbelzahntiger davonlaufen müssen oder gegen ihn kämpfen müssen. Das heißt, der versorgt
die Muskulatur, das Herz-Kreislauf-System ist hier im Fokus und die Verdauungsorgane werden zurückgestellt und die regenerativen Prozesse werden zurückgestellt. Und der Parasympathikus macht es genau umgekehrt. Der bremst sozusagen Gehirn und Muskulatur und Herz-Kreislauf ein bisschen aus, fährt uns runter, bringt uns in eine regenerative Stimmung und sorgt dann dafür, dass Reparaturprozesse gut ablaufen können, dass die Verdauung gut stattfinden kann und dass eben Regeneration und Schlaf stattfinden. Das heißt, über dieses vegetative Nervensystem wirkt Teshuvu auch gegen Schlaflosigkeit. Es wird außerdem eingesetzt zur Stärkung von Leber und Nieren. Es ist außerdem eine Pflanze, die das Immunsystem stimuliert und krebsfeindlich und auch wieder antioxidativ wirkt, was die verjüngenden Eigenschaften auch wieder mit erklärt. Eine heimische Pflanze, die wir gut kennen und die wir in der traditionellen europäischen Medizin auch gut als Schlafunterstützung kennen, ist der Hopfen. Der Hopfen ist ein Cannabis-Gewächs, was uns einerseits diesen inneren Rhythmus wiederherstellt. Hopfen ist eigentlich so der Klassiker für diejenigen, die abends nicht zur Ruhe finden und tagsüber dann müde sind. Also wenn der Rhythmus so völlig umgedreht ist und tagsüber alles so schwer geworden ist und so ein bisschen Schwermut auf sich breit macht, wenn man das Gefühl hat, die haben jetzt eher die Füße zu weit auf dem Boden und da würde ich ganz gerne, denen würde ich ganz gerne ein bisschen Flügel verpassen und ein bisschen Fröhlichkeit vermitteln, dann ist Hopfen die richtige Pflanze, weil der eben Leichtigkeit bringt und fröhlich macht. Er mildert sowohl Einschlafstörungen als auch Durchschlafstörungen. Er macht geduldig und wirkt Unruhezuständen entgegen. Also so ganz flatterhafte Personen, so in der traditionellen abendländischen Medizin, guckt man ja auf die Konstitution, da sind so die Luftzeichen, Waage, Zwilling, insbesondere auch der Wassermann, die reagieren meistens sehr, sehr gut auf den Hopfen, weil dieses innere Flirren, das diese Luftzeichen in sich tragen, vom Hopfen ein bisschen ausgebremst wird. Er fördert die Entspannung und er wirkt krampflösend. Das gilt auch körperlich, also nicht nur seelisch. Das heißt, auch Hopfen ist wieder eine Pflanze, die wir einsetzen können, wenn krampfartige Schmerzen sind. Auch bei Verdauungsbeschwerden, eben weil er ein sehr starker Bitterstoff auch ist. Wenn jetzt krampfartige Bauchbeschwerden bestehen zum Beispiel, kann Hopfen eine Option sein. Bis hin zu Reizdarmpatienten profitieren auch manchmal von Hopfen. Er bringt hier Ruhe rein. Und Hopfen ist auch dann ein ganz wichtiger Schlafgeber, wenn jetzt beispielsweise die Wechseljahre bei Frauen für Schlafstörungen sorgen, weil Hopfen ein Aromataseförderer ist, der hilft, Östrogenmangelzustände auszugleichen. Die Frauen im Wechsel haben meistens keinen reinen Östrogenmangel, sondern das Problem, das Frauen haben in den Wechseljahren, ist, dass sie hormonell Achterbahn fahren, dass also die Hormone sehr stark schwanken, auch im Tagesverlauf. Dass eben in der einen Stunde sie eigentlich in einer Östrogenmangelsituation sind und in der nächsten Stunde im völligen Überschuss, was dann die Hormonrezeptoren an den Zellen völlig durcheinander bringt. Deswegen gibt es dann eben so Hitzewallungen, gibt es dann Schlafstörungen und so weiter. Und da kann Hopfen ausgleichend wirken, weil er diese Östrogentäler so ein kleines bisschen ausbremst und moduliert. Ist also durchaus eine Pflanze, die auch eine starke Frauenpflanze sein kann und in den Wechseljahren sehr, sehr hilfreich sein kann bei Frauen, die Hitzewallungen haben und die Schlafstörungen haben. Ein Klassiker, an den, glaube ich, viele als erstes denken und die viele auch als erstes versuchen, wenn Schlafen nicht mehr richtig gut funktioniert, ich finde, man riecht es schon fast, wenn man dieses Bild anguckt, ist der Lavendel. Lavendel, da gibt es viele, 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 viele Studien. Lavendel wirkt eigentlich in allen Formen, in denen wir ihn zuführen können. Schlaffördernd, beruhigend aufs Nervensystem, stärkt die Nerven. Also egal, ob wir den jetzt in der Duftlampe haben und den Raum damit beduften oder ob wir ihn als Tinktur einnehmen können oder ob wir uns mit Lavendel Öl oder Lavendelcremes einreiben, auch über die Haut, wissen wir, dass das ätherische Öl innerhalb von Sekunden aufgenommen wird und im Blut tatsächlich die Inhaltsstoffe des ätherischen Öls nachweisbar sind.
Der Name Lavendel kommt von Lavare, also waschen. Und das ist das, was Lavendel so ein bisschen macht. Er hilft uns, den Alltag abzuwaschen. Er reinigt unser Seelengefäß. Immer dann, wenn der Alltag einen einfach nicht loslassen will. Und wenn man das Gefühl hat, alles, worüber ich heute nachgedacht habe, klebt immer noch an mir und klebt immer noch in meinem Kopf und ich möchte es gerne loswerden, ich möchte es abwaschen, dann ist Lavendel so das Mittel der Wahl, was einfach da so wie ein kühler Waschlappen den Alltag, den Tagesverlauf wegwischt. Damit hilft er bei Ein- und Durchschlafstörungen. Er hilft auch in Übergangssituationen, also wenn Dinge intensiv verarbeitet werden müssen, weil Lavendel eben eine starke nervenstärkende Komponente auch hat. Das heißt, immer dann, wenn ich auch Unruhezustände und Nervosität über den Tag habe, kann Lavendel hilfreich sein. Wenn ich irgendwelche traumatischen Erfahrungen verarbeiten muss, ist Lavendel etwas, was mich stärkt, was mich stützt, was so ein bisschen Herzensruhe wiederherstellt. Schmerzlindernd wirkt da, insbesondere eben bei krampfartigen Schmerzen wieder oder aber auch bei Kopfschmerz weiß man, dass Lavendel ist ja traditionell eingesetzt worden. Es gibt mittlerweile ganz viele Studien, die das bestätigen, dass Lavendel stark kopfschmerzlindernd wirkt, bis hin zu Migräne. Es funktioniert leider nicht bei allen Patienten, weil auch das sehr individuell ist, aber man kann auch bei Migräne Lavendel mal versuchen. Er ist gleichzeitig durchblutungsfördernd, wundheilend, der ist bakterienfeindlich, pilzfeindlich. Er hat ein wirklich ganz großes Wirkspektrum, nicht nur Schlafstörungen. Ich finde ihn ganz wichtig auch in der Sterbebegleitung und zwar nicht nur für den Sterbenden, sondern auch für die Angehörigen. Auch hier kann es ja Schlafstörungen geben und dieses Loslassen in der Situation, aber auch dann in den Schlaf wird erleichtert durch den Lavendel. Genau. Kinder, die jetzt Schule wechseln, vom Kindergarten in die Grundschule, von der Grundschule dann auf die nächsthöhere Schule, wenn da Schwierigkeiten auftauchen, da ist Lavendel oftmals eine ganz tolle Sache. Auch bei ADHS-Kindern kann man Lavendel versuchen, weil er einfach die innere Ruhe wieder so ein bisschen herstellt. Die Melisse, sicherlich eine meiner Lieblingspflanzen, wenn man sie so universell einsetzen kann. Die Melisse wirkt eigentlich für und gegen alles, wenn man so will. Auch hier kann ich es schon fast riechen. Ich liebe den Geruch von Melisse. Ich weiß gar nicht, ob es Menschen gibt, die den nicht mögen. Die Melisse gleicht seelische Unebenheiten aus und bringt damit auch wieder einen etwas längeren Geduldsfaden, auch starke Nerven. Sie ist ganz, ganz stark entkrampfend. Jeder kennt das, dass man Babys Melissenöl auf den Bauch schmiert bei so 3-Monats-Koliken, weil die Melisse einfach ganz stark krampflösend wirkt. Und das tut sie auch auf seelischer Ebene, wenn alles so angespannt ist, wenn alles so hektisch ist und die Nerven so ganz gekräuselt sind, dann macht Melisse es wie so ein Bügeleisen, das über diese Nerven drüber fährt und wieder eine schöne glatte Oberfläche erzeugt. Sie ist sehr gut geeignet für so ganz hektische, gestresste Managertypen, die jetzt ihre seelischen Bedürfnisse eher hinten anstellen oder in ihrem Aktenkoffer versteckt haben. Insbesondere auch dann, wenn die dazu neigen, im Stress Magenprobleme zu entwickeln, weil die Melisse eben den Magen sehr stark beruhigt. Und wenn eben diese Kandidaten nicht einschlafen können, dann kann die Melisse ein echter Segen sein, wenn man die einfach abends nochmal nach dem Abendessen nimmt zur Verdauung und dann vor dem Einschlafen nochmal die durchwärmt, die entkrampft, die macht einfach so ein wohliges, warmes Gefühl. Das ist wie eine liebevolle Umarmung, was die Melisse eigentlich macht. Die so einem über den Kopf streicht und sagt, jetzt darfst du dich entspannen, jetzt wird erstmal alles gut und jetzt wird erstmal geschlafen. Die Melisse ist ein ganz wichtiges Mittel für mich bei Liebeskummer, gerade so der erste Herzschmerz bei pubertierenden Mädels, das geht aber mit Jungs natürlich genauso. Da ist die Melisse eine ganz tolle Ersthelferin, sowohl als Duft als auch als Tinktur. Das Tolle ist ja, dass gerade die Tinktur von der Melisse auch sehr, sehr aromatisch ist. Das heißt, es ist wie so ein Riechfläschchen eigentlich, wo man gleich, wenn man dran schnuppert, schon merkt, da entspannt sich die Kopfhaut, da passiert irgendwie was, das beruhigt.
Die Melisse ist der Klassiker eigentlich für die Prinzessin auf der Erbse, also so Patienten, die so jede winzig kleine Unebenheit wahrnehmen und feststellen und sich aufhängen an jeder Kleinigkeit. So Patienten, die aus jeder Mücke einen Elefanten machen und dadurch natürlich total in Stress geraten, weil sie überall immer nur das allergrößte Problem sehen in der winzigsten Kleinigkeit. Die finden abends auch nicht in den Schlaf, weil sie ja ständig umgeben sind von Fußfallen, von Problemen, von Schwierigkeiten. Und für diese Patienten ist die Melisse eine ganz tolle Pflanze, weil sie einfach besänftigt. Ja, es ist der Inbegriff von Sanftheit und Milde, der über die Melisse vermittelt wird. Ich habe schon gesagt, das ist ein Universalheilmittel für und gegen alles. Sie ist traditionell verwendet für das Herz und zum Kräftigen vom Herz und den Gefäßen. Sie wird verwendet zur Kräftigung der Verdauungsorgane, zur Reinigung der Verdauungsorgane. Sie ist Bestandteil von Aquavitae, also von Lebenswässern. Das sind eigentlich alles Melissengeister. Das heißt, im Prinzip, wenn man nichts anderes zur Hand hat, kann man die Melisse für fast alles verwenden. Wir wissen, dass sie ein starkes antivirales Potenzial hat. Sie wirkt gegen Herpesviren, aber auch gegen andere Viren, insbesondere das ätherische Öl oder das Hydrolat. Aber ich habe schon gesagt, davon ist ja in der Tinktur, wenn es eine gut gemachte Tinktur ist, auch noch sehr viel enthalten, was man im Aroma der Tinktur wahrnehmen kann. Einfach auf die betroffenen Stellen, gleich wenn man merkt, es kribbelt oder so, auftupfen. Das hilft oft schon, um Schlimmeres zu verhindern. Eine ganz wichtige Stresspflanze ist die Rosenwurz. Die Rosenwurz, die im Gebirge oben wächst und uns hilft, über den Berg zu kommen, wenn wir eben schwierige Phasen haben, wenn es Projektphasen gibt, wenn wir durchhalten müssen und den Stress gerade einfach nicht ausgeschaltet bekommen, wenn es für den Spaziergang tagsüber oder mittags einfach nicht mehr reicht, weil jetzt in den nächsten 2 Wochen Dinge fertig werden müssen, dann ist die Rosenwurz ein Mittel, was uns hilft, solche Phasen zu überstehen. Die macht uns tagsüber leistungsfähig und wach und macht gleichzeitig den Schlaf regenerativer. Die Rosenwurz ist eine Pflanze, die ich gerne morgens und mittags einnehmen lasse. Und obwohl sie abends nicht mehr genommen wird, ist eines der Feedbacks, das ich innerhalb von 2 Tagen erhalte von vielen Patienten, dass der Schlaf schlagartig besser geworden ist, weil sie von innen rhythmisiert wieder über die Nebennierenachse. Sie gleicht das Cortisol aus, sie hat eine DHEA-ähnliche Wirkung. Sie ist bei den Adaptogenen eines, das ich deshalb sehr mag, weil sie nicht ein reines leistungssteigerndes Mittel ist. Jetzt zum Beispiel die Tigerwurzel, Eleutherococcus, ist ja auch was, was man Menschen im Stress gibt, damit sie durchhalten können, damit sie über den Berg drüber kommen, was also total stressresistent macht und was richtig dicke Nerven macht auch. Aber Eleutherococcus ist jetzt zum Beispiel was eher aufputscht, was stark kräftigend ist. Und ich bin sehr vorsichtig mit Menschen, die ohnehin schon vom Stresslevel an der Kante sind, dass man da so aufputschende Dinge gibt, weil die dann kriegen die wieder Kraft und dann powern die sich endgültig aus und dann landen die innerhalb von kürzester Zeit wirklich Vollgas in der Nebennierenschwäche. Das muss nicht immer so sein, das ist eine Typsache, da muss man einfach wissen, was für einen Patienten habe ich vor mir sitzen und passt jetzt der Eleutherococcus wirklich zu dem Patienten und in die Situation oder nehme ich vielleicht lieber was anderes, was regulativer ist, wie zum Beispiel die Rosenwurz. Die Rosenwurz hilft, dass der Stress nicht so nah an uns rankommt. Sie macht einfach so ein bisschen gelassener und bringt innere Ruhe zurück und hilft sehr gut, den inneren Rhythmus auch ganz bewusst wiederzufinden. Eben dann, wenn jetzt so kleine Rituale, die helfen würden, den Rhythmus wiederzufinden, nicht mehr möglich sind, weil es halt gerade so richtig hoch hergeht, dann hilft die Rosenwurz, das trotzdem von innen wieder wahrzunehmen und wahrzunehmen, okay, da bin jetzt ich, da ist mein Rhythmus und hier darf ich jetzt in die Regeneration gehen. Deswegen ist sie für mich eine ganz tolle Pflanze, eben als Begleitung in Projektphasen, bei Abschlussprüfungen, im Studium, wenn man irgendwelche Arbeiten fertig machen muss, wenn man sich auf die Heilpraktikerprüfung vorbereitet zum Beispiel. Da ist die Rosenwurz einfach eine ganz tolle Komponente, die uns durchhalten lässt, die uns konzentrationsfähig macht und gleichzeitig die Regeneration über den Schlaf fördert. Eine habe ich noch.
Sie haben es schon fast geschafft und dann will ich Sie auch rechtzeitig in Ihren Feierabend entlassen, damit Sie auch gut in den Schlaf finden heute Abend. Shatavari ist eine ganz wichtige hormonelle ausgleichende Pflanze. Wir kennen sie, glaube ich, alle als die Frauenpflanze aus dem Ayurveda, weil so man könnte sagen, dass so ziemlich jedes Frauenproblem mit Shatavari gelöst werden kann. Also sei es nun Zyklusschwankungen, sei es Kinderwunsch, sei es Progesteronmangel, seien es hormonelle Schwankungen in der Pubertät oder eben auch in den Wechseljahren, da ist Shatavari ein großartiger Ausgleich für die Frau. Jedoch sei gesagt, dass Shatavari eben nicht nur eine reine Frauenpflanze ist, sondern generell hormonell regulierend wirkt. Also auch Männer haben manchmal Hormonprobleme. Da guckt man nicht so schnell drauf wie bei der Frau, das ist oftmals ein Problem. Auch bei Männern ist es so, dass hormonelle Probleme zu verschiedenen Symptomen, auch zu Schlafstörungen führen können. Und auch hier kann Shatavari ausgleichend wirken. Wenn jetzt Frauen in den Wechseljahren gar nicht schlafen können, viel schwitzen, dann kann man einen Versuch machen mit Shatavari, diese Hormonschwankungen auszugleichen und den Schlaf wieder zu steigern. Shatavari wirkt beruhigend und nährend, sagt man. Außerdem kühlen und befeuchtend, also wenn jetzt Patienten über besonders starke Trockenheit an den Schleimhäuten, an der Nase, an den Augen, bei den Frauen auch vaginal klagen, dann bringt Shatavari hier den Ausgleich. Fruchtbarkeitssteigernd wird Shatavari übrigens auch auf beide Geschlechter, also auch bei Männern mit Impotenz oder mit eher schlechtem Spermiogramm, kann man in der Kinderwunschphase Shatavari begleitend versuchen. Insgesamt ist Shatavari ein Mittel, das im Ayurveda verwendet wird, um über die hormonelle Achse zu verjüngen. Also wir haben ja vorher schon welche gehabt, die über die geistige Achse verjüngen, über die Gehirnachse sozusagen verjüngen. Shatavari tut das über die Hormonachse und fördert auch so die Langlebigkeit. Ganz kurz ein Wort, bevor ich noch auf den Rest eingehe, zu den Tinkturen von Evolution, warum jetzt die so besonders gut sind. Die sind einfach besonders in der Herstellung. Sie werden nach spagyrischen Grundsätzen hergestellt, also nach der traditionellen abendländischen Medizin. Wir haben hier einerseits ein Mazerat in der Tinktur enthalten, was materiell auf körperlicher Ebene ansprechen kann. Und wir haben andererseits das Destillat der Pflanze, die Essenz der Pflanze auch noch mit enthalten in der Tinktur, was auf geistig-seelischer Ebene anspricht. Dadurch haben wir eine sehr, sehr ganzheitliche Wirkung, die eben nicht nur eine Ebene anspricht. Dazu kommt, dass wir Ausgangssubstanzen haben aus kontrolliert biologischem Anbau oder aus Wildsammlung. Die Pflanzen werden zum richtigen Zeitpunkt, also nach Mondstand geerntet und von Hand geerntet, was einfach einen großen Unterschied macht, wie wir wissen, in der Verarbeitung, wenn man sich jetzt so ein bisschen mit dem Wesen der Pflanzen beschäftigt, mit dem Geist der Pflanzen beschäftigt, dann gibt es da ganz klare Beobachtungen, dass der natürlich ganz anders erfasst wird, wenn man respektvoll mit der Hand die Pflanzen aberntet. Wir haben Produkte, die keine Schadstoffe enthalten, die nicht durch Tierversuche getestet worden sind und die ganzheitlich zur Gesundung und Transformation beitragen. Für mich ist ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal von der Kräutertinktur das Aroma der Pflanze oder das Aroma der Tinktur, in dem sich wirklich auch das Aroma und der Charakter der Pflanze widerspiegeln soll. Und das haben Sie, wenn Sie einfach mal ein Fläschchen von Evolution aufmachen und an den Tinkturen riechen, dann sind die allesamt eigentlich schon fast wie Riechfläschchen. Sie haben sofort eigentlich die Pflanze vorm inneren Auge, weil der Duft sofort da ist. Was können wir für den Schlaf noch tun? Es gibt noch verschiedene andere Dinge, die helfen können, ausgleichend zu wirken. Wenn wir jetzt zum Beispiel über hormonelle Schlafstörungen sprechen, dann ist die Yamswurzel auch noch eine Möglichkeit, hormonell auszugleichen. Auch wieder in unterschiedlichen Lebensphasen. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, die Schlafstörung rührt daher, dass irgendwie bei den Hormonen in der Hormonachse, in der Steroidhormonachse, also Progesteron, Östrogen, Testosteron, auch Cortisol, dass was nicht stimmt, dann kann ich über die Yams versuchen auszugleichen. Die Silberkerze Tsimisifuga ist auch noch eine klassische Pflanze, die wir gerne in den Wechseljahren verwenden, auch aber in der Pubertät, wenn es Schlafstörungen oder Hitzewallungen gibt. Also auch eine hormonell ausgleichende Pflanze für den Schlaf.
Der Weißdorn ist so eine richtige Zauberpflanze, finde ich, der auch eine ganz, ganz krampflösende und entspannende Wirkung auf die Psyche hat, also durchaus auch ein Stressmittel ist. Vor allen Dingen für die Personen, die ständig irgendwie entweder Herzängste haben oder Herzrhythmusstörungen haben oder wo es vielleicht auch am Herzen schon mal was gegeben hat. Da ist Weißdorn natürlich sowieso das Mittel der Wahl, aber auch Kandidaten mit hohem Blutdruck oder die jetzt überhaupt keine Herzsymptomatik haben, profitieren manchmal vom Weißdorn. Der Weißdorn ist so eine, für mich so ein Schutzhain, wenn man mal unter so einem Weißdornbaum gestanden ist. Das ist einfach was, was einen abschirmt von der Welt. Da passiert was Zauberhaftes. Wenn man drunter steht, dann ist die Welt außenrum einfach erstmal weggeschaltet. Das macht, hat so was ganz Umhüllendes, Schützendes, was sofort einfach in so einen Ruhezustand versetzt. Also auch Weißdorn kann ein Mittel sein, was den Schlaf sehr fördern kann. Es gibt Zubereitungen aus Bryophyllum, die Keimzumpe oder Goethepflanze. Da gibt es auch Milchzuckerverreibungen, zum Beispiel bei den anthroposophischen Arzneimittelherstellern wird die sehr viel verwendet. Bryophyllum wird als pflanzliches Valium bezeichnet, sodass Bryophyllum also auch ein Mittel sein kann, was den Schlaf fördert, was wir zum Beispiel gerne in der Schwangerschaft auch einsetzen, weil es eben als Milchzuckerverreibung und ohne Alkohol zur Verfügung steht und weil Bryophyllum auch Frühgeburten oder die Frühgeburtsneigung mindert. Darum ist das eine schöne Kombination in der Schwangerschaft. Hanf ist für mich eine der Heilpflanzen unserer Zeit. Das heißt natürlich nicht, dass es die Pflanze für jeden und alle ist, aber es ist eine ganz, ganz wichtige Pflanze. Ich habe vorhin schon mal den Sympathikus und Parasympathikus erwähnt. Der Parasympathikus wird körperlich aktiviert von einem Endocannabinoid-System. Also das heißt, wenn das Endocannabinoid-System richtig arbeitet, dann wird der Sympathikus zur rechten Zeit abgeschalten und der Parasympathikus angeschalten. Das bedeutet, die Regenerationsprozesse laufen. Und für diese Regenerationsprozesse brauchen wir eben dieses Endocannabinoid-System. Jetzt gibt es eben eine Pflanze, die sehr, sehr viele Cannabinoide enthält, und das ist der Hanf. Und deswegen ist er ein ganz wichtiges Heilpflanzenmittel eigentlich in unserer Zeit, weil er sehr regenerativ wirkt. In Verruf geraten, weil eines dieser Cannabinoide, das THC, aufputschend wirkt. Zum Glück gibt es heute eben, oder nicht aufputschend, sondern berauschend wirkt, so muss man sagen. Aufputschend ist genau das Falsche. Zum Glück gibt es heute Zubereitungen und CBD-Öle, die kein THC enthalten, sondern in erster Linie eben das CBD, das sehr, sehr gut untersucht ist und von dem wir eben wissen, dass es den Parasympathikus aktiviert, dass es schmerzlindernd wirkt, dass es sehr stark beruhigend, regenerativ wirkt, antioxidativ wirkt. Auch hier probieren Sie das CBD-Öl. Das sollte nach Hanf schmecken. Hanf schmeckt bitter und hat so einen ganz, ganz eigenen charakterlichen Geschmack. Den sollte man wahrnehmen können in einem guten CBD-Öl. Aus der traditionellen Medizin kennen wir auch die Metalltherapie. Hier kann man zum Beispiel Zubereitungen aus Silber verwenden. Silber ist die Materie oder materiell gewordenes Mondlicht, so würde man es übersetzen. Und dem Mond ist eben auch der Schlaf und die Regeneration und der Traum zugeordnet. Das heißt, wenn jetzt Menschen auch versuchen, sich an ihre Träume besser zu erinnern oder im Schlaf bewusst Dinge zu verarbeiten, dann können Zubereitungen aus Silber, Silberessenzen oder Silberverreibungen hier unterstützend wirken. Was ich hier jetzt nicht mitgenannt habe, was ich an der Stelle aber dazu sagen möchte, ist, dass Albträume und Schlaflosigkeit auch mit B-Vitaminen zusammenhängen können. Ein B-Vitaminmangel kann Albträume verursachen und Hochschrecken im Schlaf verursachen. Also auch an die B-Vitamine kann man mal denken, wenn jemand regelmäßig Schlafstörungen hat oder eben besonders dann, wenn jemand immer aus Albträumen erwacht. Dann werden die B-Vitamine am besten aber nicht abends eingenommen, sondern morgens eingenommen, weil die auch ein bisschen einen aufputschenden Charakter haben können. Und ich empfehle, B-Vitamine generell als Komplex einzunehmen, weil die synergistisch aufgenommen werden. Ich hatte zu eingangs auch schon mal das L-Tryptophan erwähnt, das wir brauchen als eine der Ausgangssubstanzen für Serotonin. Das ist natürlich nicht nur L-Tryptophan, da gehört auch L-Tyrosin dazu und noch viele andere Komponenten. Aber L-Tryptophan ist eine der Hauptkomponenten. Und wir brauchen das L-Tryptophan eben
um das Serotonin ins Melatonin umzuwandeln. L-Tryptophan ist enthalten beispielsweise in Cashewkernen. Das heißt, wenn man abends vom Fernseher das Gefühl hat, man muss noch was knabbern, dann vielleicht lieber keine Chips, sondern lieber ein paar ungeröstete, ungesalzene Cashewkerne, die fördern den Schlaf. Man kann es natürlich auch als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen und versuchen, wenn man Schlafstörungen hat. Für viele ist das 5-HTP besser, das ist quasi die aktivierte Form oder eine Kombination aus beidem, weil manche das einfach vom Stoffwechsel her gar nicht mehr schaffen, das L-Tryptophan zu verwerten. Magnesium ist auch noch so eine automolekulare Komponente, die entkrampfend wirkt auf körperlicher Ebene, aber auch auf seelischer Ebene. Magnesium ist zum Beispiel was, was wir einnehmen, wenn Schmerzen sind, wenn nachts Wadenkrämpfe auftauchen. Das ist ein ziemlich deutliches Signal, dass Magnesium fehlt. Aber auch bei Restless Legs kann man einen Versuch machen mit Magnesium. Bei Menstruationskrämpfen oder PMS, was zu Schlafstörungen führen kann, ist Magnesium eine wichtige Komponente. Wichtig ist, dass es als organische Verbindung aufgenommen wird, also als Citrat oder Orotat, und dann am besten über den Tag verteilt in kleineren Dosierungen. Also insgesamt dürfen es ruhig 300 bis 400 Milligramm sein, die man in so einer Situation aufnimmt. Und man verwertet sehr viel besser, wenn man die nicht in einer Dosierung auf einmal einnimmt, sondern über den Tag verteilt. Schlafstörungen haben immer was damit zu tun, dass man aus dem inneren Rhythmus gefallen ist. Deswegen arbeite ich hier sehr gerne mit Rhythmisierung oder auch mit einer Rhythmisierung zum Beispiel durch Pflanzen. Das heißt, man würde eine Pflanze, die anregend wirkt, morgens geben und eine Pflanze, die eher beruhigend wirkt, abends geben. Der Klassiker zum Beispiel auch in der anthroposophischen Medizin ist, dass man Rosmarin zum Wachmachen gibt morgens oder mittags und Lavendel dann abends nach dem Abendessen oder zum Einschlafen. Man kann diese Rhythmisierung aber auch zum Beispiel sehr gut machen mit einer Pflanze wie jetzt Rosenwurz, die man auch tagsüber geben würde. Und dann gibt man abends zum Schlafen nochmal zusätzlichen Hopfen dazu. Also da gibt es verschiedene Komponenten, die man so miteinander gestalten kann, die helfen sollen, den inneren Rhythmus wiederzufinden. Man kann auch mit Metallen arbeiten, zum Beispiel, dass man also Gold als Morgenmetall gibt und Silber als Abendmetall, um diesen inneren Rhythmus wieder zu aktivieren, wieder zu unterstützen. Ganz wichtig, habe ich auch schon angedeutet, ist das Thema Schlafplatzhygiene. Egal, welche tollen Pflänzlein und welche orthomolekularen Substanzen wir einnehmen, wenn der Schlafplatz nicht passt, schlafen wir einfach nicht so regenerativ, wie wir es könnten oder sollten. Bildschirme aller Art haben im Schlafzimmer nichts verloren. Also kein Fernseher, kein PC, kein Laptop. Das ist gerade besonders wichtig, wenn man jetzt selbstständig ist, dann sollte der Schreibtisch nicht im Schlafzimmer sein. Wenn man jetzt in einer Einzimmerwohnung arbeitet, dann ist es nun mal so, dann tut es gut, wenn man da irgendwie so ein Paravan drum machen kann oder einen Vorhang drumherum machen kann. Es wird ich glaube, es war in irgendeinem Feng Shui-Buch drin gestanden, traditionell werden Bildschirme im Schlafzimmer als böse Augen bezeichnet, die einerseits den Schlaf stören und andererseits auch Paarbeziehungen intensiv stören können. Das heißt, die haben einfach im Schlafzimmer nichts verloren. Auch irgendwelche mobilen Empfangsgeräte oder Handys haben im Schlafzimmer nichts verloren, die haben Schlafzimmerverbot. Die strahlen einfach entsprechend ab, beziehungsweise lenken sie auch ab. Schlafplatzhygiene bedeutet, dass diese Geräte da drin nicht vorkommen. Bekannt dürfte sein, dass man keine Pflanzen im Schlafzimmer haben sollte, weil die nämlich im Dunkeln, also die bilden zwar tagsüber Sauerstoff, im Dunkeln machen die aber genauso Zellatmung wie wir, das heißt, die atmen uns im Zweifelsfall den Sauerstoff weg. Regelmäßige Belüftung des Schlafplatzes ist wichtig. Und wir können natürlich auch über Farben arbeiten. Jetzt jemand, der eher unruhig ist im Geiste, der tut nicht so gut daran, wenn er sein Schlafzimmer in knallend Rot streicht, weil das vielleicht einfach zu viel Aggression bringt. Das heißt nicht, dass ein rotes Schlafzimmer den Schlaf verhindert. Im Gegenteil, wenn jetzt jemand eher so vom Typus her blutdruckschwach ist und eigentlich ein bisschen Energie braucht, dann kann so ein rotes Kopfkissen durchaus hilfreich sein, weil Einschlafen ein aktiver Prozess ist, der eben auch eine gewisse Kraft braucht. Und manche Menschen sind so entkräftet, dass sie diesen aktiven Prozess nicht mehr umsetzen können. Und da kann man mit feinen Reizen durchaus
unterstützend arbeiten. Auch die Einrichtung kann ganz großer Faktor sein, wenn es ums Schlafen geht. Alles, was im Schlafzimmer irgendwie für Unruhe sorgt, unordentlich zusammengeworfene Kleidung, Bücherregale, die übereinander gestapelt sind, so wie meines hier hinter mir. Das darf im Büro sein, aber im Schlafzimmer sollte das alles irgendwie eine gewisse Struktur haben, weil es einfach beim Abschalten hilft. Wenn man das Gefühl hat, man schläft vielleicht auf irgendwelchen unruhigen Zonen, ich sage es mal so ganz allgemein, dann hat man festgestellt, dass die Mistel als Pflanze in der Lage ist, energetische Ungleichgewichte auszugleichen, solange sie frisch ist. Wenn sie allerdings verwelkt ist, dann wird diese Wirkung sozusagen zurückgenommen. Was ähnlich gut wirkt wie die Mistel als Pflanze selber, sind Mistel als Globuli in der D4 oder D6, die kann man in der Apotheke besorgen. Die haben nicht so einen ganz großen Radius, die haben da so einen Radius von ungefähr 1,50, wo sie reguliert wirken. Aber versuchen Sie es mal. Ich weiß, es klingt für ganz viele völlig abstrus. Es ist einen Versuch wert, weil es nicht viel Geld kostet. Legen Sie unter jedes Eck von Ihrem Bett ein so ein Röhrchen. Da muss nicht eine ganze Packung, sondern nur so ein Röhrchen mit ein paar Globuli drunter. Das verändert den Schlaf und verbessert auch das Traumempfinden. Wenn das alles nichts wirkt, macht es Sinn, tatsächlich auch vielleicht mal eine Schlafplatzuntersuchung zu machen und zu gucken, gibt es denn irgendwie besonders viel Elektrosmog, gibt es besonders viele WLAN-Verbindungen um mich herum, gibt es irgendwelche Wasseradern oder sonstige energetische Störungen. Das kann eine ganz große Rolle spielen. Wichtig finde ich bei all diesen Dingen, dass man die Dinge sieht, mit denen man in Resonanz geht. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie jemanden kommen lassen und der sagt Ihnen, naja, da wo Ihr Bett oder Ihr Schlafzimmer liegt auf einer Störzone, da können Sie nie schlafen, Sie müssen umziehen, weil so ein Umzug sich halt manchmal nicht realisieren lässt, sondern Sie brauchen jemanden, der Ihnen sagt, das ist eine Wasserader, die Sie nicht stört, weil Sie mit der gar nicht in Resonanz gehen, aber dafür gibt es hier ein energetisches Feld, das Sie aufwirft, deswegen sollten Sie Ihr Bett vielleicht 2 Meter verschieben. Sie brauchen machbare Tipps, beziehungsweise kann es manchmal auch eben ganz einfache Dinge geben, um bestimmte Energien auszugleichen. Und da gibt es Profis, die einen da sehr bereitwillig unterstützen und wo man so Schlafplatzuntersuchungen einfach in Auftrag geben kann. Ich vertraue da sehr auf das Ehepaar Susanne und Thomas Schuri von den Chiemseewellen. Die sind beide eigentlich, die brauchen gar keine Antennen, die sind beide superspürig und haben sehr gutes Gefühl. Und habe schon sehr vielen meiner Patienten auch den Schlaf gerettet, mit ganz einfachen Mitteln und mit ganz wenig Aufwand. So, und jetzt sind wir soweit, dass wir noch ein paar Fragen beantworten. Und dann müssen Sie den PC abschalten, damit Sie eine Stunde vor dem Schlafengehen nicht mehr in einen Bildschirm geschaut haben. Drum schalten Sie rechtzeitig ab und schlafen Sie gut. Ich erlaube mir noch einen Hinweis, nämlich, dass wir ganz neu jetzt in der Evolution Akademie auch Ausbildungen anbieten. Gucken Sie mal rein. Es gibt eine tolle Ausbildung zum Seelenheilpraktiker, wo es um diese Seelenheilessenzen geht. Also ganz auf seelischer Ebene eine tolle Geschichte. Da gibt es Informationsabende, die Sie sich anschauen können. Informationen kriegen Sie auch bei der Frau Teichmann, die Sie hier anrufen können oder der Sie eine E-Mail schreiben können. Und es gibt ab Herbst auch noch eine Ausbildung mit mir über 5 Wochenendmodule zum Thema Ausleitung und Entgiftung. Und ich freue mich, wenn wir uns da wiedersehen. Jetzt sehen wir uns gleich im Chat. Ich übertrage hier gleich mal stoppe mal die Freigabe meines Bildschirms und schau mal, was für Fragen hier aufgetaucht sind. Hier ist eine Frage, in welcher Verarbeitung kann Melisse auf Babys Bauch geschmiert werden, als Öl, Mazerat oder alkoholische Tinktur? Also wenn Sie nichts anderes zur Hand haben, dann nehmen Sie die alkoholische Tinktur und vermengen die am besten irgendwie in eine Creme zum Beispiel, einfach die Creme auf die Hand geben, die Tinktur da reintropfen, sodass man es noch gut riecht und dann verreibt man es auf den Bauch. Es gibt aber auch Melissenöle und zwar muss man da nicht das teure ätherische Öl pur verwenden, logischerweise, sondern man nimmt von dem Melissenöl vielleicht ein Tröpfchen, das ist ja meistens ein 10%iges Öl, nur das reicht vollkommen aus und gibt das auf
Mandelöl oder Macadamianusöl wird bei Babys sehr gut vertragen und dann kann man damit den Bauch einreiben. Es gibt auch in der anthroposophischen Medizin schon fertige Präparate. Von der Firma Wahler zum Beispiel gibt es ein Melissenöl, was extra für Baucheinreibungen gedacht ist. Es gibt von der Firma Lunasol ein ganz tolles, reines, das ist ein Mandelöl mit ätherischem Melissenöl, also ein ganz toller Geruch auch. Müssen wir mal bei der Evolution anregen, dass Melisse vielleicht auch noch aufgenommen wird in den Kosmetikbereich. Also ich finde, Melissenöl ist was in jeden Haushalt gehört. Genau, aber geht auch, wenn Sie nichts anderes zu Hause haben, nehmen Sie die Tinktur und reiben Sie die in ein bisschen Creme rein. Dann war hier noch die Frage, welches Vitamin B? Ich nehme an, da ging es um die Albtraumerinnerung. Und ich meine, dass das B3 war. Ich bin immer unsicher, ob es B3 oder B6 war, aber ich glaube, es ist das B3, was Albträume verursachen kann. Ich empfehle generell, die B-Vitamine als Gesamtkomplex zu verwenden, weil die synergistisch wirken. Darum muss man sich nicht unbedingt merken, welches Vitamin B welche Funktion hat, weil sie so gut wie nie einen einzelnen B-Vitaminmangel haben. Also wenn B3 fehlt, fehlt in der Regel auch B2 und B6. Wenn B6 fehlt, fehlt häufig auch Folsäure und B12. Es ist ausgesprochen sinnvoll, einen Gesamtkomplex an B-Vitaminen einzunehmen, weil die dann auch viel besser verwertet und aufgenommen werden. Wiederhin, dass die Fragen zum Schluss beantwortet werden. Ein Fläschchen Mistelglobuli und das Bett stellen, genau. Ich nehme an, dass es vielleicht nochmal die Nachfrage ist. Also man kann Mistelglobuli als homöopathisches Mittel in der Apotheke sich besorgen und dazu diese kleinen Glasfiolen, wo man die Globuli auch abfüllen kann für die Reiseapotheke. Und dann gibt man einfach in diese Glasviole, die es reicht, wenn die zu einem Drittel voll ist, mit den Mistelglobuli und gibt die einfach in jede Ecke und das Bett. Oftmals reicht es auch, wenn man das im Kopfbereich macht. Ich habe es bei mir in allen vier Ecken. Machen Sie ein Experiment, probieren Sie es aus. Ich habe es schon vielen empfohlen und ich kriege das Feedback, dass sofort eine Veränderung stattfindet. Ich habe auch mit einer Freundin schon mal ein Experiment gemacht. Da hatte ich damals noch in meiner alten Wohnung, das ist schon 10 Jahre her, hatte ich ein Wasserbett stehen, was ja unter energetisch arbeitenden Menschen ein totales No-Go ist. Und dann hieß es, du als Heilpraktikerin auf einem Wasserbett schlafen, dieser Elektrosmog und so weiter. Ich habe es trotzdem geliebt und habe gedacht, ich versuche halt, mich so ein bisschen damit zu unterstützen, dass ich diese Mistelglobuli reingetan habe. Und dann kam eine Freundin von mir, die eben mit der Route geht und die sich ganz sicher war, dass mein Wasserbett die totale Superstörzone ist. Und dann ging sie in mein Schlafzimmer und sagte, das gibt es überhaupt nicht, dein Bett ist die beste Zone in der ganzen Wohnung, ich mag es gar nicht zugeben. Und dann habe ich sie aus dem Zimmer rausgeschickt und habe die Globuli rausgenommen und habe gesagt, sie soll wieder reingehen. Ich hatte ihr das vorher nicht erzählt und sie soll es jetzt ausprobieren. Und dann war also der Ausschlag maximal und katastrophal. Und oh Gott, wie kann man da schlafen? Und dann habe ich sie wieder rausgeschickt, die Globuli wieder reingetan und alles war wieder fein. Und dann war sie ganz verblüfft, was ich ihr das erklärt habe. Also probieren Sie es aus. Sie merken es oder Sie merken es nicht. Es geht mit Ihnen in Resonanz oder nicht. Entweder Sie schlafen mit Mistelglobuli unterm Bett und besser oder eben nicht. Ich kriege die Rückmeldung von eigentlich bis jetzt allen, denen ich es empfohlen habe, dass sie innerhalb von einer Nacht einen starken Unterschied gemerkt haben in der Schlaftiefe, in der Einschlaffähigkeit und auch im Traumempfinden, im Traumerleben. So wie es aussieht, jetzt gucke ich hier nochmal in diesen anderen Chat rein, da ist nichts drin. Sind wir mit allen Fragen durch? Wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, dann darf ich Sie in den Feierabend entlassen und nochmal Ihnen einen guten Schlaf heute Nacht wünschen. Genau, die Frau Köchel schaltet jetzt die Umfrage noch ein, die Sie bitte gerne beantworten dürfen. Hier kommt nochmal die Frage, Mistel von welchem Baum? Im Zweifelsfalle ist es nicht ganz so wichtig. Wir haben bei uns intern viele Experimente gemacht, beziehungsweise meine Kollegen haben da viele Experimente gemacht und empfehlen Viscum abietis, also die Tannenmistel zum Schlafen, oder Viscum pini, die Kiefernmistel. Die beiden sind zum Schlafen hervorragend geeignet. Genau. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und einen guten Schlaf und ich freue mich sehr, wenn wir uns in einem der nächsten Webinare oder in der Ausbildung im Herbst
dann wiedersehen. Machen Sie es gut.